Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute einladen für eine neue Reihe von mir. Das wird eine Reihe sein, die ganz sporadisch kommt, also hin und wieder mal. Und da möchte ich euch immer zu einem bestimmten Thema mehrere Kartenideen und Anleitungen geben. Und diese Reihe, die jetzt eben startet, ist eine Reihe für Trauerkarten. Und da habe ich mir jetzt erst mal drei, vielleicht werden es auch noch mehr überlegt, die ich euch zeigen möchte. Und die werde ich jetzt einfach so in einer Woche quasi immer mal wieder veröffentlichen. Die erste Karte, die wir machen, ist diese Karte hier. Ich habe ein bisschen mit einem alten Stempelset gearbeitet, dieses aufrichtige Anteilnahme. Und auch der Spruch, mögen wunderbare Erinnerungen in der schweren Zeit Kraft und Trost spenden, ist aus einem älteren Stempelset, aber ich zeige euch immer auch eine Alternative, was ihr aus den neuen Produkten dafür verwenden könnt. Und die Farben bleiben jetzt in dieser Reihe, zumindest jetzt bei den drei Karten, die ich jetzt im Moment schon vorbereitet habe, gleich. Vielleicht habe ich noch ein paar andere Ideen und es kommen noch mehr Videos, aber eigentlich wird es wahrscheinlich eine Reihe mit drei Karten sein zu diesem Thema. Und die werden auch ähnliche Elemente haben. Also ihr werdet sehen, die Karten ähneln sich natürlich vom Farbkonzept komplett, aber auch so von den Dingen, die ich aufgenommen habe, immer mal wieder. Genau. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Und was ihr braucht, zeige ich euch natürlich auch. Die Bestellnummern halte ich euch einfach kurz ins Bild. Ich habe einmal Flüsterweiß als Farbkarton, einmal Schwarz, einmal Schiefergrau, Anthrazitgrau und Pergamentfarbkarton. Die benutze ich. Und habe mir auch schon ein bisschen was vorbereitet fürs Video. Die ganzen Einzelteile erkläre ich euch mal eben. Also habe ich jetzt hier einmal die Grundkarte, ist Farbkarton in Anthrazitgrau. Der hat das Maß 21 cm in der Breite mal 14 cm in der Höhe und ist in der Mitte gefaltet bei 10,5 cm. Das ist meine Grundkarte und alle meine Grundkarten von diesen drei Kartenelementen sind also gleich, nur eben mit anderen Versionen. Die eine geht nach oben auf, die andere geht so auf und die nächste geht auch nach oben, aber in schmalen Design auf. Das zeige ich euch dann immer in dem Laufe der anderen Videos. Dann habe ich zwei Stücke Schiefergrau in dem Maß 13,5 x 10 cm, zweimal. Ein Stück Flüsterweiß, das hat ungefähr das Maß, also das ist das hier, entschuldigt. Das hat ungefähr das Maß 1,2 cm von der Höhe und hat dann eben einfach, ist halt so ein Streifen. Und dann habe ich noch ein Stück Flüsterweiß mit dem Maß 13,5 x 2,5 und das habe ich mir schon geprägt. Und dann machen wir noch ein Reststück in Schwarz. Das habe ich mir auch schon geprägt. Das fand ich einfach schön, aber das könnt ihr genauso gut auch weglassen. Wenn ihr es auch prägen wollt, zeige ich euch noch kurz die Prägeformen, die ich benutzt habe. Ich habe einmal das Blattgrün benutzt und die grazilen Diamanten als Prägeformen. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr habt. Und wenn ihr es nicht prägt, dann lasst es einfach weg. Es ist noch eine kleine Feinheit. Wer möchte, kann auch ein ganz schlichtes Designerpapier nehmen, anstatt diesem geprägten Papier. Geht genauso. Wie gesagt, da guckt ihr, was ihr habt und das macht ihr dann. Okay, und dann geht es jetzt schon mal los. Ich nehme jetzt meine Grundkarte und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir die einfach in der Mitte falze. Ich habe ja meine Faltlinie schon reingemacht. Und die knicke ich mir ordentlich nach. Und das wird dann eben so eine nach oben Klappkarte. Ihr könnt diese Karte genauso gut in diesem Format machen. Dann habe ich meine beiden schiefergrauen Papiere und wir fangen jetzt einfach mal an mit Stempeln. Ich brauche nur eine Stempelunterlage. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir hier in den Hintergrund diesen wunderschönen Zweig stempel. Der ist aus dem Stempelset Very Versailles. Mit dieser Bestellnummer. Das ist also eigentlich so ein Vintage-Stempelset, zumindest für mich. Ich finde es wunderschön und dieser Zweig, der passt, finde ich, genau gut dazu zum Thema. Und als Farbe bleibe ich natürlich im Farbkonzept und nehme die Farbe Anthrazitgrau. Wobei ich wahrscheinlich sogar mit Schiefergrau gearbeitet habe auf meiner Karte. Wir machen das aber in Anthrazit. Ich gucke mal, wie stark die ist. Wenn die so ganz stark ist, dann ist es vielleicht auch zu krass. Die ist schon natürlich stark, aber die schaut schön aus von der Farbe. Ich könnte auch mal ein neues Schmierpapier verwenden, oder? Was meint ihr? Das benutze ich ja schon ewig. Habe ich noch eins? Ich nehme jetzt eben das Anthrazitgrau und meinen Zweig. Und gehe mir da jetzt wirklich mal hier von der Seite oben drüber. Und der wird jetzt ein bisschen dunkler sein als auf meiner
Beispielkarte. Ich finde den Farbton sehr schön, aber es könnte sein, dass mir der fast ein bisschen zu dunkel ist. Ich würde es nochmal versuchen auf der Rückseite mit dem zweiten Stempelabdruck. Ich stempel mir den einmal ab, aber ich muss halt natürlich gucken, dass ich den schön erwischt. Ich stempel mir den einmal ab und gehe mir dann hier schräg oben in mein Papier rein, dass das so aussieht. Wenn das so ein bisschen unterschiedlich abgegangen ist vom Stempelabdruck, sieht das, finde ich, noch edler aus. Das macht sich sehr gut. Okay. Aber die Farbe können wir uns gleich auflassen. Auf meiner Beispielkarte habe ich übrigens mit Schiefergrau gestempelt. Das hat diese Bestellnummer. Könnte auch Granit sein. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, wo ich das gemacht habe. Aber ich glaube, es ist Schiefergrau. Und dann stempeln wir uns noch die Innenseite. Mit meinem zweiten Element. Dann nehme ich mir eben auch wieder den Zweig. Auch hier nehme ich mir jetzt wieder den zweiten Stempelabdruck und gehe mir eben nur so von der Seite hier in meine Karte einmal ins obere, in den oberen Bereich und einmal noch so in den unteren Bereich. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Und genau, jetzt habe ich eben gearbeitet mit einem älteren Stempelset, weil ich einfach, ja, Trauersprüche habe ich nicht so viele, die mir gut gefallen. Und ich habe hier gearbeitet mit dem alten Set doppelt gemoppelt. Falls ihr das noch habt, habt ihr hier diese wunderschönen Sprüche drin. Einmal aufrichtige Anteilnahme und einmal mögen wunderbare Erinnerungen in der schweren Zeit Kraft und Trost spenden. Ich finde, es ist sehr schön, aber ich wollte euch auch eine Alternative zeigen mit aktuellen Stempeln. Und deswegen gucke ich jetzt mal, ob wir da noch einen anderen verwenden können. Also wir haben einmal das besondere Momente, das hat wunderschöne Sprüche. Wir sind in Gedanken und mit dem ganzen Herzen bei dir und mit tiefer Verbundenheit. Nur ich möchte vorne einen ganz schmalen Spruch haben. Und da würde auch dem Auge fern, dem Herzen nah sehr gut passen. Den werden wir jetzt verwenden und dann vielleicht innen rein. Wir sind mit dem ganzen Herzen bei dir. Dass wir einfach aktuelle Sprüche nehmen. Was ich mir auch noch ausgesucht habe, was ich auch sehr schön finde, ist das Set Trost und Kraft. Hier kommt eine Umarmung aus Papier oder ich fühle mit dir und denke an dich. Aber es kommt halt immer darauf an, wie nahe man der Person steht, wo man diese Karte schenkt. Ich finde dem Herzen nah, dem Auge fern sehr schön und nimm dann innen rein noch, wir sind in Gedanken und mit dem ganzen Herzen bei dir. Wo ist er? Passt jetzt, glaube ich, ganz gut so von der Schriftart auch zusammen und genau, setze ich mir einmal innen rein. Dann nehme ich jetzt schon den ganzen, also ich stempel mir das vorher nicht ab und muss nur gucken, dass es gerade ist. Ja, das passt einigermaßen. Also ihr seht, es ist einfach vom Farbton noch ein bisschen dunkler als dieses Schiefergrau. Das könnt ihr machen, wie es euch besser gefällt. Ihr könnt auch zweifarbig das machen, dass ihr die schiefergrauen Zweige benutzt und den Spruch dann in dunkler. Das würde jetzt auch sehr gut passen. Genau, und auf die Vorderseite kommt der andere Spruch. Und da habe ich mir jetzt so ein Reststück genommen, aber da wird er nicht ganz drauf gehen. Da brauche ich jetzt noch ein anderes. Aber vielleicht geht es euch auch so, dass ihr immer so schmale Streifen irgendwo habt von eurem ganzen Papier. Da schneide ich mir jetzt den ein bisschen zu. Ich mache jetzt mal 8 cm und von der Höhe möchte ich ungefähr so treffen, dass der, also der hat jetzt so 1,5 der Spruch, also mach mal vielleicht 1,5 oder 1,8 oder so. Hau mal den hier, 2 Inch mache ich den jetzt hoch. Dass der ungefähr passt. Gucken wir mal, jetzt müssen wir natürlich auch den gut treffen. Ja, ist okay. Also das mit dem Herzen, das gefällt mir nicht so gut, dass das so tief geht. Wobei das dann hier auch ganz schön aussieht. Nee, das lassen wir jetzt so. Okay, also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich muss hier mir unten die Ecke noch wegschneiden. Und was ich jetzt einfach nur gemacht habe, ist, dass ich mir da so ein bisschen, den ein bisschen angeschrägt habe. Nicht ganz so steil, aber so habe ich mir den jetzt mal abgeschrägt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den nur so ausschneide, aber ich kann halt einfach nicht so gut gerade schneiden. Das wird bei mir immer
Nicht schön. Also wir riskieren das heute jetzt mal, oder? Ich gebe mir ganz große Mühe, dass ich das hier so schön ausschneide. Ja, passt. Und jetzt nehme ich mir einfach meinen Flüssigkleber und klebe mir meine Seiten zusammen. Also das wird die Innenseite hier. Soll natürlich sehr schlicht sein. Mir hätte das jetzt, glaube ich, gut gefallen, wenn die Zweige ein bisschen heller sind oder der Text ein bisschen heller. Aber ich finde es so auch schön. Ist natürlich sehr edel und wirklich sehr schlicht. Dann klebe ich mir meine Vorderseite noch auf. Der Zweig ist einfach wunderschön. Einfach mit einem leichten Rahmen außenrum, seht ihr. Und dann klebe ich mir auch gleich meinen geprägten Streifen auf. Auch mit Flüssigkleber. Hier wollte ich jetzt eigentlich erst was ausstanzen, bevor ich das aufklebe. Da wollte ich euch noch einen Tipp zeigen. Und zwar schnappe ich mir jetzt mein geprägtes schwarzes Papier und meine große Stanze, die nennt sich Entzückendes Etikett. Und die macht hier so eine wunderschöne Stanzung. Und dabei achte ich darauf, also ich möchte das so haben, dass dieses Band hier aussieht, wie wenn das Band quasi zusammengehört. Das hatte hier die gleiche Höhe. Und da wollte ich eben gucken, dass der Rahmen hier unten passt. Das passt jetzt von der Höhe ganz gut. Wenn ihr euch da unsicher seid, stanzt euch das zuerst auf und klebt es euch dann auf. Aber so passt es ganz gut, dass es hier unten nicht so wäre, wenn man das Band ziemlich weit runter klebt und dann diesen Bereich zusammenpassend da draufkleben möchte, dann wäre das natürlich nicht so schön. Aber so sieht es jetzt ganz gut aus, wenn es ungefähr auf dieser Höhe aufgebracht ist. Und dann nehme ich mir noch die Dimensionals. Wo sind sie denn? Und klebe mir erstmal mein Etikett auf. Da könnt ihr euch auch entscheiden, was euch besser gefällt. Das sind ja zwei verschiedene Prägetiefen. Und die andere Prägetiefe wäre jetzt auch sehr schön. Aber jetzt ist der Kleber schon dran. Dann kommt hier mein Etikett hin. Und meine Schrift, die forme ich mir noch so ein bisschen. Also die soll so ein bisschen geschwungen sein. Wenn man das von oben anschaut, dann sieht man das ganz leicht. Hier auch noch ein bisschen so. So werde ich die jetzt aufkleben. Und die werde ich so aufkleben, dass die hier schön bündig da an das Etikett anschließt. Das mache ich auch einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. Und versuche das so in die Mitte zu machen von meinem weißen und meinem schwarzen Etikett oder Rahmen. Dem weißen Band und dem schwarzen Etikett. So. Seht ihr das? Also wer es ganz schlicht mag, finde ich, kann die Karte sogar schon so lassen. Ich habe noch ein bisschen was mit eingebaut. Und zwar habe ich mir jetzt auf meiner Musterkarte einfach so einen Zweig in Pergamentpapier ausgestanzt. Aber auch die Zweigstanze gibt es leider nicht mehr. Deswegen machen wir heute das mit einer Alternative. Ich nehme jetzt zuerst mal noch die Stanze Zierzweig und stanze mir einfach aus dem Reststück Anthrazit einen Zweig aus. Den habe ich da reingebaut. Auch so würde ich sie, finde ich sie auch schon ganz schön, ist sehr schlicht. Und mit Baglitzis würde das schon fast reichen. Aber ich bin ja schon so ein bisschen der Pergament-Fan. Und ich nehme jetzt einfach die Stanze Schmetterlingsduett und stanze mir hier diesen kleinen Schmetterling einfach aus einem Reststück Pergament aus. Den mache ich hier noch hin. Ich finde, das ist jetzt auch eine ganz gute Alternative. Vielleicht. Ich finde das so ganz schön. Das ist ganz zart. Nehme ich mal ein bisschen hin. Ihr könnt euch das ein bisschen überlegen, ob ihr vielleicht auch mit dem Blätterzweig arbeitet, wenn ihr den noch habt. Wenn nicht, könnt ihr euch natürlich auch ganz viele Sachen ausstanzen. Also wenn ihr zum Beispiel die ewigen Zweigestanzformen nehmt oder irgendeinen Zweig, man hat ja ganz viele Zweigstanzen, dann kann man das natürlich auch verwenden. Aber ich nehme jetzt den kleinen Schmetterling. Und es ist halt so bei Pergamentpapier, man sieht den Kleber immer durch. Und deswegen wollte ich jetzt mal ausprobieren, wie das ist mit diesem Crystal Effects. Den habe ich noch nie benutzt. Der ist einerseits ein Klebemittel
Und andererseits kann man damit so ein bisschen Glanzfarbe machen. Und das teste ich jetzt einfach mal aus mit euch zusammen. Den habe ich mir ganz neu bestellt. Also als Kleber. Nur als Kleber würde ich ihn jetzt da nicht benutzen. Aber wir machen ja noch was drüber, dann geht es. Als Kleber würde ich mir jetzt hier einfach einen Mini-Klebepunkt zusammenrollen und unten reinkleben, wenn ihr das so lassen möchtet. Aber wir haben ja, oder ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie das ist, wenn man den so richtig mit Kleber beträufelt. Da kann man so einen Effekt machen aus dem Ganzen. Und ich wollte jetzt mal sehen, ob das mit Pergamentpapier gut funktioniert. Das heißt, ich bringe mir da wirklich so eine Schicht drauf. Das ist dann wie so eine Lackschicht. Und lasst mir das gut trocknen und dann zeige ich euch das nachher, wie das aussieht. Aber man sieht schon ungefähr, wie es jetzt rauskommt. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde, das könnte sich ganz gut machen. Ist nochmal was Besonderes auf der Karte. Und wenn euch das so nicht gefällt, sondern ihr das noch schlichter haben wollt, dann macht das einfach ohne so Spezialeffekte. So, also das lasse ich jetzt mal trocknen. Und ich habe natürlich ganz vergessen, meinen Zweig da unten reinzukleben. Das mache ich jetzt einfach mit dem Mini-Klebepunkt. Der biegt sich hier ganz schön. Ich habe mir jetzt noch die echte Eleganzsteine genommen, diese ganz fein glitzerigen, und habe mir die noch außen rum gebaut. Und mein Schmetterling ist noch ein bisschen am Trocknen. Aber ihr werdet das in den Fotos dann nachher sehen, wie das aussieht. Ich finde, das ist eine sehr schöne Alternative. Und wie gesagt, wenn euch das ein bisschen zu viel ist, zu viel Glitzer oder zu viel, dann könnt ihr das natürlich auch so ganz, ganz dezent gestalten. Genau. Also ich finde, das ist jetzt auch ein ganz toller Spruch. Mir gefällt gut, dass man den besser lesen kann. Der eine ist schon sehr, sehr klein. Das muss ich schon zugeben. Es ist ein schöner Spruch, aber zu klein. Und wenn ihr die Zweige zweifarbig gestalten wollt mit dem Schiefergrau, vielleicht würde sich das bestimmt auch gut anbieten und sehr schön ausschauen. Aber so gefällt es mir auch gut. Ich finde auch einfach den Spruch vorne schön und mir gefällt es, dass das hier so ausgeschnitten ist. Und ja, ich hoffe, dass das eine tolle Idee für euch ist. Das ist meine erste Idee zu meiner Reihe. Und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln, auch wenn es kein schönes Thema ist. Leider müssen diese Karten auch sein und ich hoffe, es ist eine schöne Karte für euch und ihr, ja, man kann damit eine kleine Freude geben für den, der wo sie dann bekommt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefällt und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr einfach meinen Kanal abonnieren, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!